Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening für den Nintendo Game Boy Color. Link's Awakening DX, sorry, Deluxe wäre... Oh, Controller, melde dich doch nicht wieder ab. Das wird noch anstrengend. Wenn das während der Bosskämpfe passiert, bin ich richtig abgefuckt. Ja, mein Controller hat hinten in der Battery Box, in der Batterie-Dings, so einen Wackelkontakt. Ich muss überlegen, ob ich mir einen Controller mit Kabel besorge oder einen anderen nehme oder irgendwas muss ich mir überlegen auf jeden Fall, aber so funktioniert das nicht mehr lange für dieses Projekt. So, wir sind im letzten Part, wir haben im letzten Part das Spiel begonnen. Sind über den Strand gegangen und sind jetzt im, oh Gott, wie hieß er, ich glaube Zauberwald hieß er. Und hier soll es wohl, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, den Schlüssel für den Wurmpalast geben. Würmpalast. Okay. Ich würde sagen, ich gucke mich erstmal hier unten ein wenig um. Okay, da geht's noch nicht hin. Gehen wir da auch nicht hin. Was ist hier rechts? Eine Höhle. Was steht hier? Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr, na toll. Ah ja. Brechen die direkt ein? Nein, brechen sie nicht. Wahrscheinlich nur, wenn man länger drauf stehen bleibt oder so. Und ist das hier ernsthaft nur von oben? Achso. Ah. Ich verstehe. Oh Gott. Fuck you, Fledermaus. Weg. Oh, 50 Rubine. Sehr schön. Allerdings sehr schön. Da muss ich doch gerade mal zustimmen. Nein, der Rubin. Okay, tschüss. So, was ist. Oh Gott, oh Gott, oh. Ah! Oh, Scheiße. Okay, hier gibt's ein Herzteil. Und ich sehe gerade. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es. Warum kann ich das nicht verschieben? Ich würde gerade sagen, es ist gar nicht so schwer, das hier. Da ranzukommen, aber irgendwie. Fuck, habe ich es mir jetzt schon versaut. Ach, hier unten geht's auch lang. Das ist ja schon mal gut. Vielleicht kann ich dann jetzt... Nee. Kurzer Cut. So, sorry, ich wurde kurz angerufen. Zurück hierzu. Ah, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Beziehungsweise, wie ich da hinkomme. Aber ich habe was gefunden. Eine Schlummermorchel. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Könnte das irgendwie diese Totenschädel erwecken? Das mag ich zu bezweifeln. Mann. Zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Okay, dann kann ich hier immer noch nicht hin. I see. Ich verstehe schon. Oh, Herz. Ja, Herzen könnte ich gerade wirklich ganz gut gebrauchen. Das ist keine Lüge. Ja, kein Geheimnis. Oh. Ah, Mist. Ich hatte gehofft, dass ich damit vielleicht doch jetzt irgendwie zum Herzteil falle, aber wenn da schon diese Schädel sind, dann würde schon was zu bedeuten haben. Okay, dann muss ich jetzt also hier noch wieder irgendwie zurück. Ich glaube, das war schon Bullshit. Okay, wie komme ich denn hier jetzt wieder zurück? So. So, kann ich das hier zweimal noch umschieben? Nein, fuck you. Vielleicht... Nice. Ich bin ein Gott. Das muss man ja trotzdem, darf man nicht vergessen. Der Gott, der bin ich. Und ich werde mich jetzt eben wieder von... Oh. Bin runtergefallen.
Ich wollte gerade sagen, ich werde mich jetzt eh wieder von den Fledermäusen abfacken lassen. Aber runterfallen, das passt auch zu mir. Okay, wo geht's denn hier unten noch lang? Zum roten Schleim. Und mehr von diesen... Sind das eigentlich Moblins? Ich weiß es nicht. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Was hat's denn damit jetzt auf sich? Ist das jetzt für ein paar Sekunden geladen? Oh, ich habe einen Gegner runtergeworfen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was es damit jetzt auf sich hat, dass es jetzt so geladen ist gerade. Beziehungsweise, was dieses Teil der Macht halt war. Mache ich mehr Schaden oder kann ich mich jetzt erst drehen? Ich weiß nicht, ob ich mich vorher drehen konnte. Was ist denn hier? Hallo. Nichts. Oh. Aber ich schleudere die so weg, seht ihr das? Also ich sehe es. Und ich verstehe. Einfach gegengelaufen. Zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Okay. Na, gehen wir mal noch nicht tief... Doch, gehen wir erstmal noch tiefer nach rechts hier rein. Hey, mir gefällt das so mit der Macht. Wahrscheinlich ist das jetzt so lang so, bis ich Schaden genommen habe. Einmal. Okay, ich habe jetzt Schaden genommen. Und zwar eine ganze Menge. Und habe es nicht verloren. Ach, nein, ja, wirst du das nicht hochheben. Ist mir schon klar. Okay, was ist hier? Gaia-Wally. Gaia-Wally und Manbos Brunnen. Okay. Ich glaube, dass ich hier noch nicht hin soll. Wir sollen ja durch den Zauberwald und der Zauberwald war das da unten definitiv nicht. Also gehen wir hier weiter. Ich hoffe, der Gamesound ist synchron. Könnte gut sein, dass das nicht ist. Deswegen sollte ich vielleicht einfach nicht mitzoomen. Ist vielleicht auch für euch angenehmer, wenn ich das nicht mache. Was ist hier? Oh, hallo, wer bist du? Ist das ein Gegner oder kann ich mit ihm reden? Meine Waschbirne, sie ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Gut. Na, wenn es sonst nichts ist. Wenn es nur deine sensible Waschbärnase ist. Wie lange wird das jetzt eigentlich noch hier so bling bling? Du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Verlaufen. Was war das denn gerade für düb, 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 düb? Wieso sollte ich mich verlaufen? Wieso bin ich denn jetzt hier? Der Typ fuckt mich ab. Der Typ will es echt wissen. Oh shit. Okay, Moment. Was war denn hier noch? Ne, hier war nichts weiter, okay. Ja, danke für die Herzen, ich bin leider zu schnell. Du wirst dich verlaufen, ich sorge dafür. Ich bin verlaufen. Warum? Meine Waschbärnase ist weg. Unter ihm liegen Rubine. Okay. Du wirst dich verlaufen, ich sorge dafür, verlaufen. Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe jetzt, dass du... quasi bedeutet, dass ich mich oh, fuck you. Jetzt ist mein Machtdings weg. Ich verstehe jetzt schon, dass dieses Dip-Dip-Dip-Dip bedeutet, dass ich da nicht lang kann. Nicht, dass ich da nicht lang kann, sondern dass es quasi ja, sozusagen halt, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also so der falsche Weg war im Sinne von Labyrinth, no way, fuck you, to hell and back. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Was ist denn hier? Ein anderer Dungeon. Eine Hexe. Hey. Brauche ihn bald den Pilz im Wald und mach dir fix einen Zaubermix. Okay, kann ich den hier hinlegen? Oder muss ich den jetzt aus dem Inventar holen oder wie schaut das hier bei dir aus? Du hältst die Schlummermorchel nach oben, aber nichts passiert. Stattdessen verbreitet sich ein fauliger Geruch. Ach, es ist eine Schlummermorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Das Pulver ist fertig. Probiere es gleich mal in der Hütte aus.
Verschwende sie doch nicht unnötig. Das Zauberpulver gehört nun dir. Probiere, was du damit besprühen kannst. Zauberpulver? Hey, der hat gesagt, die Nase ist sehr empfindlich gegen Staub. Könnte das etwa bedeuten, dass ich ihm das einfach ins Gesicht klatschen muss? Ha ja, hier, friss Zauberpulver. Friss mein Zauberpulver, ja. Ach ja. Okay, dann geben wir ihm mal unser Zauberpulver zu fressen. Oh Gott. Enemies. Enemy Zeit. Oh, Kräfte noch. Oh Gott. Nein, ich möchte... Ja, das musst du mir jetzt echt nicht jedes Mal sagen, wenn du dagegen läufst. Okay, du Wichs... Hupf! Au! Oh, das Schwert hat so eine weite Range. Ich will ein Herz. Bitte, gib mir dein Herz! Es funktioniert. Ist das Tario? Tarion? Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt. Kinder, bin ich kaputt. Ich ruhe mich erst einmal aus. Später gehe ich nach Hause. Okay. Nun hast du den Wurmschlüssel in der Hand. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Und ich tue schon wieder. Oho, nimm diesen Schlüssel. Geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Wilfisch wartet bereits. Das ist aber schön für ihn. Was ist denn hier noch? Ah, hier bin ich nördlich hiervon. I see. Neues Gebiet. Schleimsumpf, Zauberwald. Hier ist ein Telefon. Kann ich mich damit teleportieren? Ich weiß es, also ich weiß es wirklich nicht. Wäre cool, wenn man das wirklich könnte, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Hier ist der Schleimsumpf, ja? Gefahr, betreten, verboten, aus Struppi. Okay, ich bin Struppi. Ah ja, okay, da brauche ich irgendein anderes Item, um über das Wasser zu kommen. Höchstwahrscheinlich. Hallo. Tut, ja, hier Ulrira. Oh Gott, wie habe ich denn gesprochen? Keine Ahnung. In der Dorfbücherei sind es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Tschüss. Ich muss gehen, Moment. Ich war beim Friseur und musste daher etwas früher aufstehen. Ja, etwas früher als 23:30. Und dafür, dass ich bis um 4 wach war, ist das früh. Au. Okay, ich sollte aufhören damit. Okay, dann gehen wir noch ganz schnell. Oh, yes, ja, komm her, du Wichskopf, komm her, du Mobbel, etwas. Und wenn wir damit jetzt in den Wurmpalast gehen können, ist das natürlich wunderschön. Wonder Scene. Boah, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ja lange nicht gespeichert. Was ist, wenn ich jetzt sterbe? Oh Gott, war das knapp. Nee, hier will ich nicht hin. Aber ich glaube, hier rechts könnte es zum Wurmpalast gehen, hä? Huh? Oh, wie brutal diese Machtklinge ist. Ja. Geht es hier zum Wurmpalast? Hi. Das sieht nach einem Wurmpalast aus. Yeah. Okay, nochmal ganz kurz Inventar öffnen und den Schild wieder auf B packen und ab in den Wurmpalast. Level 1, Wurmpalast. Ah ja, das scheint dann jetzt auch wirklich ein Dungeon mit Boss zu sein. Der ist jetzt hier auch nicht mehr auf der Weltkarte drauf von mir. Mal schauen, wo bin ich denn überhaupt auf der Weltkarte gerade? Wurmpalast. Ach, da bin ich, okay. Krass. Da bin ich ja schon fast ein Drittel von der Welt fertig. Crazy. Okay, die scheint man nur runterwerfen zu können. Nice. Danke für den kleinen Schlüssel. Habe ich den jetzt im Inventar, ja? Krass.
crazy geil. Wow! Level 1 Wurmpalast. Kann ich da auch irgendwie rein? So, Map für den Palast selbst? Nein? Fuck. Ah ja, die Map ist hier. I see. Oder so in der Art, keine Ahnung. So, liebe Leute. Ich würde aber sagen, den Wurmpalast, wir haben auch die Machtklinge leider nicht mehr, schauen wir uns erst im folgenden Part, im nächsten Mal, im dritten Part von Let's Play Link's Awakening, also The Legend of Zelda Link's Awakening DX für den Nintendo Game Boy Color an. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von genau diesem Spiel für genau diese Konsole wieder. Bis dann, Handheld. Und auf Wiedersehen.